Liebe Facebook-Freunde, meine Damen und Herren, wir begehen den Tag des Neins zur sexuellen Gewalt gegen Frauen. Das ist für uns, für mich, die Fraktion, die Unionsfraktion, ein Auftrag und ein Drandenken zugleich. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode viel für Frauen erreicht. Wir haben das Strafgesetzbuch geändert, wir haben das Prostitutionsschutzgesetz neu gemacht, wir haben die sexuelle Belästigung unter Strafe gestellt. Jetzt gilt es zu sensibilisieren, jetzt gilt es präventiv tätig zu werden. Gerade vor dem Hintergrund auch der MeToo-Debatte wissen wir, wie viele Frauen betroffen sind. Wir bleiben dran. Der Tag ist uns, einer Fraktion und mir, ein Auftrag.